sitzen wir in einer A210 Aquila im West Wales Aberports Flugplatz mit Ausrichtung auf die Piste 07. Und wir möchten jetzt die Maschine starten. Und dazu müssen wir als allererstes mal hier gucken, dass wir die Betriebsspannung einschalten. Wir sehen, dass hier die Kontrollleuchten für die Benzinpumpe und für den Anlasser da sind. Wir setzen hier erstmal die Klappen auf die Take-Off-Stufe. Wir schalten die Benzinpumpe ein und setzen den Choke. Dann müssen wir gucken, dass die Handbremse angezogen ist, dass wir auf einem Tank den Tankwaldschalter stehen haben. Wir sehen, beide Tanks sind etwa gleich voll. Insofern ist es egal, ob wir links oder rechts einstellen. Wir haben hier das Gas zurückgezogen. Der Propeller steht auf maximaler Stufe. Ja, und dann ist alles gegeben, um jetzt die Maschine anzulassen. Dazu betätigen wir hier den Zündschlüssel. Und ja, jetzt läuft der Motor. Wir kontrollieren, ob wir einen Öldruck haben. Das ist hier unten anzusehen. Das ist auch vorhanden. Das heißt, die Maschine hat Öldruck im zulässigen Bereich. Die Öltemperatur ist noch ein bisschen niedrig. Das Voltmeter zeigt uns Spannung im richtigen Bereich an und das Ampermeter lädt. Ja, und wir können jetzt die Maschine warm laufen lassen und dann werden wir. Wir haben auch gleich startbereit, dazu müsste man noch die Bremse lösen und schon kann es losgehen.